Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu diesem wirklich eher kurzen Replay, denn ich würde sagen, das Motto trifft, in der Kürze liegt die Würze ganz gut mit dem FV4005, eingeschickt von FBI 29 vom Clan SWG, vielen Dank an der Stelle und ja, natürlich mit seinem Zehner hier Top-Tier auf der Karte Pilsen und ich sehe ja schon mal her, was er an Schaden macht, deswegen muss ich schon leicht ein bisschen lachen und ich sehe, dass die reine Spielzeit 4 Minuten 25 ist, beziehungsweise 4 Minuten 26 und das ist einfach schon mal sehr, sehr, sehr spannend. Ja, wir sehen, was lädt als erstes, hier die Hash, 1750 Schaden bei 230 Durchschlag, was haben wir noch? Natürlich die AP mit 1150 und 310 Durchschlag oder alternativ gibt es auch noch die HE. Also hier, das ist seine teuerste Granate, die er so am Start hat. Auto-Aim, aber da, die Einzielzeit ist sehr, sehr lang. Und dann sieht man alle Grille, wie sie förmlich kurz zurückgefahren ist. So, ja, ich guck mal, ob da jemand kommt. Kommt da jemand? Ah, oh, da ist ein FV. Boom, hat's gemacht. 1800 Damage One-Shot. Aber das ist trotzdem für mich der Unterschied zu einer Arti, weil bei einer Arti weiß ich nicht, dass da irgendwas kommt. Und bei dem FV oder beim Kinderwerfer, da weiß ich wenigstens in der Regel, dass dieser Panzer da steht. Also es hat für mich eine ganz andere Qualität als Gegner. Und auch das Objekt 704 hat's jetzt mal direkt weggelegt. Zwei Treffer, 3400 Schaden. Kann man mal machen. Also an alle, die sich überlegen, hier mal die FV-Reihe anzuspielen. Vielleicht durchaus interessant jetzt damit. Dieses Ding habe ich übrigens ja mal live gesehen, beziehungsweise mal davor gestanden. In Bovington, ein sehr beeindruckendes Gerät. Also da muss man schon sagen, ist auch wirklich hoch. Der Turm ist unfassbar. IS-4 mit dem Munitionslager einfach mal rausgewichst. Ja, unfassbar. Er hat bisher 3 Schüsse abgegeben und macht damit 5900 Damage. Seine Arti schreibt nur auch noch LOL FV. Weil die Arti hat sich denkt, das sind eigentlich doch meine Treffer. Two Shot, Two Kill. Und das sind Three Shot, Three Kills. Ja, schreibt er auch. Und jetzt auch nochmal die 113er. Nur 900 Damage. Ja, wahnsinnig Lower Roll. So, und gleich die nächste Granate wieder am Start. Hier jetzt der EN100. Und den kann man auch mit dem Durchschlag super durch den Turm schießen. 1209 Damage. Und jetzt hier die letzte gute AP-Granate sozusagen. So, nachgeladen hat er, so gut wie. Die Arti ist ja schon im TD-Modus unterwegs, weil sie schon Angst hat, dass sie nichts abbekommt. So, und der E5, der wartet jetzt förmlich nur drauf, auch mal Bekanntschaft zu machen. Und auch 1293 Damage hier angebracht. So, die Badget schön gemacht, hat er gut antizipiert, hat gesehen, die will da durchfahren, hat es nicht zugelassen und direkt mit der RAM-Attacke noch den Kill geklärt. Genau so muss man das machen. Sehr gutes Auge. So, der 113er. Der letzte Mohikaner, so gesehen noch. Der kommt jetzt hier gerade rum. Keine Chance, den noch eine zu geben. Und da wird er auch schon zerstört. Und wie
versprochen, 4 Minuten 26, 9.343 Damage. Man will gar nicht wissen, was noch möglich gewesen wäre, wenn der Gegner hier ein bisschen stärker gewesen wäre. Also einfach eine wahnsinnig amüsante Runde, die mir viel Spaß zum Kommentieren gemacht hat und ich hoffe, euch viel Spaß zum Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.